Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, liebe Freunde, zu einem neuen Horrorprojekt. Zeit wurde es, wir haben kurze Zeit Pause gemacht nach dem schrecklichen PT. Ist jetzt ein anderes, vielleicht nicht ganz so schreckliches Spiel dran, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir nach PT... Oh doch! Nee, ob wir nach PT überhaupt noch Angst haben, das ist die große Frage. Doch, ich weiß es, doch. Okay, ja, es hat gesagt, sie weiß es, denn... Ich habe die Demo gespielt. Genau, sie hat schon mal die Demo gespielt, wir sind jetzt ein bisschen spät dran, haben jetzt das Spiel... schon eine Weile bei uns zu Hause, allerdings sind bisher nie dazu gekommen. Wir haben es ja letztens schon mal angekündigt. Es ist, liebe Freunde, Among the Sleep. Among the Schlaf. Ne? So sieht das aus. Ja, ich würde sagen, wir gehen ins Spiel, liebe Freunde. Wir quatschen nicht lang umher und 3, 2, 1, sind wir bei Among the Sleep drin. Zumindest im Hauptmenü. Ja, im Hauptmenü. Wir haben gerade schon mal die Aufnahmeeinstellung ein bisschen getestet. Deswegen steht da Continue Story. Und ich fange einfach an. Dann gucken wir uns erstmal das Intro an. Damit der hier nicht weiter rumlabert. Ja. Was für ein Intro? Hier kommt bestimmt ein Intro. Ich habe gerade irgendwas weitergeklickt. So. Ja, erstmal lädt's. Press ist Key. Fertig. Ja, ich guck mal kurz. Press Any Key. Space, Click. Okay. Ich habe kein Any Key. Die Farbeinstellungen stimmen nicht so. Scheiße, doch Misty Bone. Das ist LSD, Baby. Oder wirst du jetzt Did you finish your drink already? Ach so. Nee. Okay. Careful. It might break. This is a might break. Only be a minute. Mommy just has to make sure that the cake is perfect. Okay. Hast alles runtergeworfen jetzt. Also das ist quasi die Mutter ist jetzt noch da. Die soll ja später verschwinden und dann niemand ist mehr da. Komm. So, wir rechnen mal ein wenig. Also, 30.721. Oh, look at you. You're so adorable in your tiny-footed pajamas. Ich hab Geburtstag. Ich mir ein Geburtstaglied. Es hat zwei geworden. Ja. I think I know a little someone is ready for some cake. Well. Chugga 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 choo choo. Here it comes. Through the tunnel. Also ein bisschen creepy nach PG. Aber wir sind doch jetzt. Gib mir meinen Kuchen! Ich will mehr Kuchen-Vibe! I'll be. Ist das Dewey oder was? Nee, ist okay. Ich bring dich um! Da waren Drogen in dem Kuchen, würde ich sagen. Ja. Wir haben ja schon ein paar Theorien aufgestellt nach der Demo, dass es irgendwie ein Traum sein könnte oder sowas, aber vielleicht, das sieht ein bisschen sehr seltsam aus, der ist ja wach irgendwie. Oder vielleicht hat er schon geträumt, jetzt die ganze Zeit schon. Look what I found. Alter, so ein bisschen Sims-like. I wonder what it is. Why don't we go upstairs and find out? Komm, lass uns hochgehen. Fall mir nicht an. Oh my. Was ist da? How much cake did you have? Alter, was ist gar die nicht mehr. Alter, du hast Nasenhaare. Darf ich die mal rausziehen? Du musst anfassen. Fass mal da an. Geht nicht. Ah, okay. Geht ja erst, wenn die Hand kommt. Also, Yves, du... Eine Katze auf den Krillbite Studios. So. Ja, das sind die Krillbite Studios, die das hier entwickelt haben. Auf Kickstarter finanziert. Und letztes Jahr gab es ja schon die erste Demo, glaube ich, vom, weiß nicht, dritten Kapitel oder sowas. Auf jeden Fall ist das hier relativ neu für uns. Beziehungsweise nicht nur relativ, sondern komplett neu quasi für uns. Das Ding hier. Du hast ja eine andere Demo gespielt. Among the Sleep. Morgen geschlafen. Was soll denn das? Das hieß schlafen. Schlief. Ja, aber warum sagst du denn im Morgen? Weil ich nicht weiß, was im Morgen ist. Ich hätte die Tür zu machen können. Durch den Schlaf? Here we are. Now let's see what's inside. Maybe it's a new toy. Das ist eigentlich die Büchse der Pandora. Da kommt jetzt der Schrecken raus. Oder ein Clown. Oh mein Gott.
Okay, sweetie. Be a dear and play for a bit. Mommy will be right back. Scheiße, ist das wieder weg? Gib mir mein Geschenk! Ja, echt. Erst antäuschen und dann, ne? Alter! Die sahen hier so creepy aus. Die ist creepy, die Frau. Ich kann nicht spielen. Jetzt kann ich spielen. Ui, kann ich nicht. Das ist ein großes Laufrad oder was auch immer das ist. Laufrad. Also hier, wie heißt denn das? So ein. Hat's da gerade geblinkt? Da hinten? Was? Ah. Dachte, das rote da. Ah, ich kann auch noch klettern, aber nicht hier drauf, sondern da drauf. So ein kleines Tutorial jetzt ja. Also. Oh, hier kommst du raus. Und da ist auch noch ein Kissen, sehr praktisch. Okay. Alter. Der Teddy spricht zu dir. Geh zu dem Teddy. Hey, you found me. My name is Teddy. Nice to meet you. Hey, what's your name? Siehst du, da ist wirklich Teddy. Not much of a talker yet, eh? Yeah. Let's play a game. Oh Gott. Lass uns ein Spiel spielen. Alter. I know. I'll hide the pink elephant while you're not looking. Meiner! Versteck mal nicht, vergiss es. Jeder, der hier schreibt, der kommt hier rein. Turn around and cover your eyes. Ach so. Ja. So. Das macht er, wenn wir. There. You can look now. ESC drücken. Muss ich jetzt finden? Muss den Pink Elephant finden? Weiß ich nicht. Nee, cover your eyes. Steht da ja, aber halt doch schon gemacht. Ja, steht hint, also. Cover your eyes. Nein, du musst, glaube ich. Drück nochmal ESC. Und durch seine Augen. Da irgendwas suchen oder so? Vielleicht? Nein, jetzt kann ich loslegen. Ah, okay. Ich habe wieder um der Ecke gedacht. Aber da ist er doch. Ich hab ihn. Ich bin ein Wimmelbild-Fanatiker. You found it. Nee. Oh Gott, warum bewegen die sich? Da sind Bienen drin. Wow. Is that a music box? Does it work? Was denn? Die Music Box da auf dem Tisch. Ach so. Also die Spieluhr. Quasi. That's a nice melody. Der sieht ganz schön verletzt aus, der Kleine. Traurig ein bisschen, ne? Ja. Der sieht so creepy aus. Man muss mal das so erklären und sagen, das ist ja ein Baby, was wir spielen, oder ein Kleinkind. Und wir sehen quasi aus den Augen des Kleinkindes die Welt. Weshalb die Viecher wahrscheinlich auch sprechen können. Das ist nicht so Fantasy-like, sondern eher so aus der Fantasie des Kindes heraus. Ah. Und ich glaube, all das Zeug, was wir später sehen, die gruseligen Sachen, das ist auch nur seine Fantasie. Was ist? Die gruseligen Sachen, die wir später dann finden oder die uns dann geschehen quasi, die Oh Gott! Ja, musst du zumachen. Geht das? Mal sehen, ob da was passiert. Ah, schade. Kriegst nicht ganz zu, ne? Und nicht ganz dunkel. Oh. Nee. Mach die Tür nie wieder auf. How do you start it? Was? Da, wo ist er denn? Da ist er, Duran? Ach, da. Ach, da. Ach so, der hat mit der mit der Bahn gesprochen. Round and round and round. Alter, ist ja creepy. Schon ein bisschen, ey. Hey, pick me up and carry me on. Ach so, ne. I want to show you something. Gleich, lass mir erstmal gucken. Ah, die kannst du mitnehmen. Ja, den nehme ich dann die ganze Zeit mit. Ach so, dem, stimmt. Der leuchtet mir. Ja, der leuchtet deinen Weg und ich glaube, dein Geisteszustand nimmt da nicht so rapide ab. Gab ja nicht schlau, oder? Mo. Was? Na, das ist ja der Teddy. Der hier ist. Wo ist er denn jetzt hin? Echt? Ja. Und Back gefunden.
Er läuft einfach durch da durch. We need someplace very dark. Ah ja, was hat der mit uns vor? Der möchte was closet. Im Dunkeln mit uns machen. Ah. Ich glaube, der will einfach. It has to be darker. Shut the doors completely. Der will zeigen, was er kann. In der Dunkelheit. This will do nicely. Das ist natürlich. Und plötzlich ist da begehbarer Kleiderschrank. If you ever feel scared in a dark place like this, you can hug me tightly. You might feel a little bit safer. Drück F für den Teddy. Ein bisschen sicherer ist gut. Ein bisschen viel sicherer, ne? Ja. Oh Gott. Alter. We're supposed to be here. We must be careful. I don't like this. Ah ja. Jetzt fängt's schon an. Das Tutorial war noch süß. Vielleicht, weil ich jetzt hier lang gehe und dann bin ich in einer anderen Welt oder sowas. Ja, ich glaube nicht. Das bildet sich alles nur ein, glaube ich. Meinst du? Der Teddy kann sprechen. Was? Der Teddy kann sprechen. Ja? Ja? Ein Teddy kann sprechen. Ja. Something's coming. Winter is coming. There you are. What are you doing in the closet? Oh, are you playing with your new friend? Wundert sich nicht, wie er das Geschenk bekommen hat. Hello, Mr. Bear. Nice to meet you. How are you today? Das müsst ihr reden. I'm fine. Ich bring dich um. You've got to stop hiding from Mommy. I hope you had a good birthday, hon. Das war's schon. Mommy would be very sad if you didn't. Ja, ein Geschenk, ein Stück Kuchen, ne? Ein Haps Kuchen und dann jetzt geht's ins Bett. Ich will nicht ins Bett, ich will nicht, da wird's dunkel. Ich will nicht ins Bett, nein, das bin ich alleine. If you go to sleep now, you can wake up early tomorrow and play with your friend. Das sagen sie alle. Das sagst auch du häufig. Ja. Zu mir. Das klappt nie. Natürlich. Every little boy and girl are sleeping now, all over the world. Was mit der? And they're boy and girl? Just for you. We shouldn't keep them. Weiß sie noch nicht so richtig, was wir sind? Nein, alle Mädchen und Jungen auf der Welt schlafen. Ach, auf der Welt. Das habe ich nicht gelesen. Ach so. Und jetzt fängt's, glaube ich, an. So richtig. Jetzt sind wir in der Welt gefangen, würde ich mal behaupten. Silent Hill. Vielleicht ist es sogar der Part, den du schon gespielt hast. Ja, ist es. Ja? Ja. Also hier geht's ein bisschen los. Mein Teddy wurde auch weggezogen. Echt? Ja. Nein, bleib da. Teddy! And it's gone. Wenn jetzt noch so gruselige Fratzen kommen. Naja, deshalb werde ich weggeschoben. Eier. Ja, ich will nicht. Guck dich mal ein bisschen um. Nimm den Ball mit. Der ist vielleicht auch ganz nett zu dir. Die Tür ging auf. Nimm den Ball mit. Einfach irgendwo vor dich halten. Ja, ja. Vielleicht ist er ja. Nee, das bringt's nicht. Trägst du den? Nee, ne? Ja. Der hat den auch nicht in der Hand, oder? Nein, doch. Ah, okay. Er muss gedrückt halten, die Maus, ne? Ja. Was lässt dann los? Was? U, Q and E to pick a peek around corners. Ja, das ist wieder ein schönes Feature, das du da ausgiebig nutzen wirst. Okay. Das sind halt so coole Sachen. Du musst halt so Hocker nehmen, um Türen aufzukriegen. Das finde ich echt cool. Halt wirklich so Elemente von dem Baby halt irgendwie. Ja. Das ist ganz cool gemacht. Ja. Hat mal was Neues irgendwie. Mami ist tot.
Ich glaube, Mami hat gerade sehr viel Spaß. Vielleicht ist das der Albtraum des Kindes. Mami hat Sex. Ich weiß ja schon, was passiert, Alter. Ja, geh in eine Waschmaschine rein. Das ist eine sehr gute Idee. Ich weiß. Ist da dein Teddy? Geh mal in den Schrank. Ich weiß gerade nur nicht. Ah, der ist leer. Oh, nee. Was? Das sind... Achso, das sind nur Klamotten. Ich dachte, das wären... Schuhe oder sowas. Nee. Ich muss jetzt nur irgendwo... den Hocker, glaube ich, mitnehmen. Den Hocker musst du mitnehmen? Oder... Ja, ich muss ja die Waschmaschine ausstellen. Ach so, warum? Du musst die Waschmaschine ausstellen. Als zweijähriges Kind. Ja? Nee, das geht nicht. Kann ich okay. Bis heute noch nicht so richtig. Du kannst sie weder an- noch ausstellen. Aber ausstellen ist ja auch ganz schwer. Na gut, ausstellen kann ich auch nicht an. Obwohl an auch, aber kein Programm wählen. Was ist denn hier? Hui! Krabbelst du? Nee, ich laufe. Echt? Weil es alles so niedrig ausschaut? Ah, okay. Sieht noch niedriger aus. Das Ding vielleicht da. Dieses rechts da. Ach so. Ah. Thank you. Something's not right. We need to find your mother. Er ist fertig mit der Welt. Würde ich mal grob behaupten. So, er tropft. Er muss einen Film oder was? Was? Nee. Nee? Wir laufen. Ja. Und plötzlich ist die Sperre offen. Die Tür geht auf. Tja, liebe Freunde, die Klappe, beziehungsweise, wie nennt man das eigentlich? Keine Ahnung, ich habe keine Kinder. Entkommen-Tür, Babytür. Laufschutz, ja. Laufschutz klingt ganz gut. Der ist jetzt offen. Laufgitter ist das übrigens, was Nein. da... Schutz? Nein, es ist aber, damit der nicht Treppen hoch runter. Ist egal. Okay. Morgen geht's weiter, liebe Freunde. Um 21 Uhr, da fangen wir richtig an mit Among the Sleep. Da geht dann, glaube ich, auch der ganze Grusel los. Heute war es noch alles ein bisschen süß, niedlich. Aber die ersten Schrecken haben sich ja schon teilweise ein bisschen abgezeichnet. Das kann was werden. Sunny verspricht ja einiges, habe ich gehört. Ich verspreche einiges. Ja, morgen geht's weiter, 21 Uhr. Ich freue mich. Ich mich auch. Bis dahin. Tschüss.